Noch immer ist der Energiesektor derjenige Sektor, der die größte Menge an CO2 ausstößt in Deutschland. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir rasch die konventionelle Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern beenden und möglichst viel grünen Strom im Netz transportieren. Hertz ist der Übertragungsnetzbetreiber für Ostdeutschland und Hamburg, also für einen großen Teil Deutschlands. Das heißt, wir transportieren Strom über große Strecken, insbesondere auch von den Offshore-Windparks in der Ostsee. Wir machen natürlich auch grenzüberschreitend Stromtransport in Richtung unserer Nachbarländer. Und unsere Vision ist es als Unternehmen, dass wir im Jahr 2032 es schaffen wollen, den Anteil an Grünstrom in unserem Netzgebiet auf 100% zu steigern. Stromnetze bilden das Rückgrat der Energiewende. 50 Hertz kommt dabei eine ganz besondere Rolle zu. Als Übertragungsnetzbetreiber sind wir dafür verantwortlich, die Stromnetze zu bauen und zu betreiben. Mit unseren großen Stromtrassen verbinden wir die großen Erzeuger, zum Beispiel die Offshore-Windparks, mit den Verbrauchszentren der Republik. Für einen Umbau der Gesellschaft hin zur Klimaneutralität ist die Energiewende eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Und hierbei spielen die Stromnetze eine ganz tragende Rolle. Wir müssen, wenn wir mehr erneuerbare Energien in die Stromnetze bringen wollen, müssen wir diese optimieren und bedarfsgerecht ausbauen. Das Projekt Kabeltunnel, ein ca. 7 Kilometer langer Tunnel, der unter der Hauptstadt quer durch gegraben wird, ist ein sehr gutes Beispiel, wo wir mit vielen Beteiligten an einem sehr komplexen technischen Problem arbeiten, nämlich die Versorgung unserer Stadt. Und dazu müssen wir in den Untergrund gehen. 50 Hertz hat die 100% Allianz mit ins Leben gerufen, weil wir wissen, dass die Übertragungsnetze ein zentraler Baustein einer klimaneutralen Gesellschaft sein werden. Wir brauchen in den großen Städten wie Hamburg oder Berlin auch in Zukunft Strom von außen, denn man wird Berlin nicht alleine mit erneuerbarem Strom von Solaranlagen auf Dächern versorgen können. Das heißt, wir müssen Strom aus Skandinavien, aus der Ost- und Nordsee nach Süden transportieren. Wir müssen die Windanlagen an Land in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel nutzen, um im Süden dann entsprechend Strom zur Verfügung zu haben. Das geht alles nur, wenn wir eine leistungsfähige Transportnetzinfrastruktur haben, und die stellt 50 Hertz zur Verfügung. Klimaschutz und Dekarbonisierung sind sehr große Herausforderungen, die keiner alleine lösen kann. So kooperieren wir beispielsweise mit der Gesellschaft, mit der Politik, mit der Wissenschaft, aber auch mit anderen Industrien. Darüber hinaus erforschen wir mit den Verteilnetzbetreibern, wie sich zukünftig Millionen von Elektroautos auf den Straßen auch auf das Stromnetz auswirken werden. Denn gemeinsam brauchen wir zukunftsfeste Technologien, um diesen Herausforderungen Herr zu werden. Für unser eigenes Haus, für unseren eigenen Kosmos wollen wir bis 2030 das, was wir an CO2-Emissionen reduzieren können, auf Null bringen. Also das umfasst eben beispielsweise die Fahrzeugflotte oder eben auch unsere eigenen Heizungsbezüge, die wir haben. Darüber hinaus sind wir halt stark auch von der Entwicklung des Marktes abhängig, und da haben wir nur einen indirekten Einfluss drauf. Aber wir wollen eben auch unsere Systemführung bis zum Jahr 2040 voll dekarbonisiert haben, und dafür brauchen wir eben den Netzausbau. Also es ist halt eine korrespondierende Scheibe, bei der wir in beiden Wegen unterwegs sein müssen. Wenn wir die konventionellen Kraftwerke so schnell wie möglich aus dem System rausnehmen wollen, dann geht das natürlich nur, wenn wir andere Erzeugungskapazitäten haben, also mehr Offshore-Windparks, mehr Windenergieanlagen an Land, mehr Solarparks, die Strom produzieren. Das geht deutlich zu langsam, da müssen wir schneller werden. Und das Zweite, wo wir schneller werden müssen, ist der Netzausbau. Denn wenn wir den Strom dezentraler erzeugen, wenn wir mehr Strom auf hoher See erzeugen, dann muss er natürlich dorthin transportiert werden, wo er benötigt wird. Und auch da sind wir heute zu langsam. Manchmal klappt sicherlich auch bei uns etwas nicht schnell genug, und deswegen brauchen wir eine gemeinsame Kraftanstrengung der Netzbetreiber mit der Politik und allen Unternehmen, die Produkte zuliefern, damit wir auch beim Netzausbau eine Beschleunigung hinbekommen.